Hallo, da ist er wieder, euer Uwe, mit einem neuen Update aus BayerIBE, das Update Nummer 6 mittlerweile schon. Ja, es ist schon ein paar Tage, dass wir hier mit Hausarrest sitzen. Ihr wisst ja von meinem letzten Update, dass wir mittlerweile ab 17 Uhr bis 6 Uhr morgens Ausgangssperre haben. Wir dürfen also dann nicht mehr vor die Tür. Da fährt hier ein Polizeiwagen durch BayerIBE mit Sirene an und symbolisiert, signalisiert, so, jetzt ist es Zeit, und dann bleiben auch tatsächlich alle irgendwo zu Hause. Denn hier ist es so, wenn du dann vor die Tür gehst, brauchst du einen ganz triftigen Grund, ansonsten wirst du verhaftet. Also da halten sich dann natürlich alle dran. So. Heute ist natürlich der Super-GAU passiert. Ja, das ist natürlich für alle Leute, die mit dem Internet aufgewachsen sind, ist das natürlich das Grauen schlechthin. Heute hatten wir kein Internet. Ich habe mal so einen Speedtest gemacht, den blende ich euch jetzt mal ein. Also da könnt ihr sehen, dass also absolut heute die Ups und Downloads da auf Null gehen, und das ist natürlich der Super-GAU. Ja, für mich weniger, denn ich habe tatsächlich hier in meinem Regal noch einige Bücher stehen. Und ich habe heute mal wieder ein Buch vorgekramt. Da gibt es auch einige Videos drüber. Und zwar ist das mal wieder mein Büchlein Shadow Divers, die Schattentaucher, wo es ja darum geht, dass zwei amerikanische Wracktaucher ein deutsches U-Boot vor der Küste New Jerseys entdeckt haben. Und sie haben über 6 Jahre gebraucht, um dieses U-Boot zu identifizieren. Dabei handelt es sich natürlich um meine zwei Freunde, John Chatterton und Richie Kohler. Ihr wisst ja, ich war ja ein Jahr in New York, und ich habe also mit diesen Herren im Grunde genommen auch gearbeitet. Ich war also auch bei den Projekten dabei mit History Channel, Deep Sea Detectives und so weiter. Da gibt es auch so ein paar kleine Informationen auf meinem YouTube-Kanal, den ihr immer noch abonnieren sollt. Ja? Ich habe zwar seit meinem letzten Aufruf über 20 neue Abonnenten, aber es sind immer noch 50% Nicht-Abonnenten. Also nochmal, abonniert bitte meinen Kanal. Es hilft mir im Moment ein bisschen und kostet euch ja nichts. Also das ist eine Geschichte absolut kostenlos. Drückt einfach auf den Abo-Knopf und fertig ist es. Ja. So, dann seid ihr immer informiert, was es Neues gibt. So. Ja, und wenn ihr dann ein bisschen stöbert in meinen Videos, über 200 Stück, dann seht ihr auch, dass der Uwe da mit diesen beiden Herren, Richie Kohler und John Chatterton, so ein bisschen zusammengearbeitet hat. Und das ist natürlich das Buch jetzt gerade, da kommen so alte Erinnerungen hoch, weil ich kenne natürlich diese ganzen Namen hier drin. Die John Jack, unser Tauchboot, Captain Joseph Terrosoli, das war unser Sponsor bei Pirates Cove. So, John Matera, da sind so viele Namen, die natürlich jetzt auch gerade bei mir wieder hochkommen. Was auch ganz gut ist, denn das bringt wieder meine Erinnerungen in Gang, und das hilft mir natürlich auch wieder ein bisschen mehr zu schreiben für meine Serie Der Blick aus meinem Fenster. Das ist also heute keine Werbeveranstaltung hier, aber das kommt alles gerade so. Und da bin ich auch dabei, wenn du nichts zu tun hast, machst du alles Mögliche, neue Kapitel zu schreiben, und ich hoffe, dass ich die jetzt dann bald dann produzieren kann und dann auch hochladen kann. Mit dem Hochladen ist es so eine Sache, das dauert natürlich ewig jetzt ohne Internet, und dann muss ich schauen, wie das heute Nacht im Grunde genommen aussieht, ob ich da heute Nacht so einiges dann hochladen kann. Nachts ist es immer wieder besser. Ich denke mir, die haben also heute auch ein bisschen Probleme irgendwo im Land mit diesen ganzen Internetsachen. Jeder hängt ja vor der Kiste, jeder guckt ja. Gut, Problem ist natürlich, wenn du internetabhängig bist und im Computer Filme guckst oder Netflix oder dann Mediatheken, da läuft dann nichts. Also da geht das Stocken zu Gange, das macht immer klack, 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 und das macht dann auch keinen Spaß zum Schauen. So, ansonsten im Land selbst, was gibt es Neues? Wir haben also über 200 Fälle, Corona-Fälle. Wir haben, glaube ich, 20 Tote mittlerweile. So, ist also so ein bisschen was passiert. Also die Zahlen sind gestiegen. Das war auch der Grund, warum also der Präsident diesen neuen Erlass mit der Ausgangssperre dann rausgibt. So, ja. Ansonsten geht es mir gut. Uwe allein zu Hause sitzt hier rum, und jetzt heute Abend gibt es dann ein bisschen Huhn. Mache ich mir ein bisschen Huhn. Und das war's dann.
Ne? Also mehr ist jetzt heute nicht zu berichten. Ich habe überlegt, eventuell ein kleines Video zu schneiden und auch von hier aus eventuell zu kommentieren, ein bisschen übers Höhlentauchen, über die einzelnen Schritte, die man machen kann bei Höhlenkursen. Wenn euch sowas gefallen würde, macht einen kleinen Kommentar, dann erkläre ich nochmal die einzelnen Schritte vom Discover Cave Diving bis zum Full Cave Diver, was man da also machen müsste. Und da würde ich mich da dran setzen. Mein Reizhusten habe ich immer noch, ihr seht, das ist also, wenn ich viel rede, wird es trocken und da muss man ab und zu husten, ansonsten ist alles in Ordnung. Gut, ihr Lieben, das war wieder mal ein neues kleines Update aus Bayer Hiebe und fleißig abonnieren bitte, ja, das hilft mir und ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.